Ich möchte in dem Video mal ein bisschen auf die Symbolik wieder zu sprechen kommen. Diese Illuminati-Symbolik, die wir beispielsweise wiedererkennen, wenn wir auf Straßenpläne gucken, Washington beispielsweise, aber auch andere Städte. Da gibt es ja viele Beispiele für. Es taucht immer wieder die gleiche Symbolik auf, eine Flut von Symbolik. Genau genommen kann man sich eigentlich schon fast die Frage stellen, welches irgendwie geartete, okkulte, spirituelle, geistige Symbol hier nicht Eingang gefunden hat in diese Pseudo-Religion. Fakt ist aber, dass bestimmte Symbole in einem bestimmten Kontext gesehen durchaus ihre Kraft und ihre Wirkung entfalten. Das weiß ich, weil ich selber seit 1996 Yoga-Lehrer bin und mich mit Yoga, ich würde mal sagen, seit 1986 aktiv beschäftige. Und ich kenne diese Symbolik, ich weiß, wie man sie auch andersherum verwenden kann. Und in erster Linie hat das etwas mit Energie zu tun. Wenn man beispielsweise im Yoga anfängt, Mantren zu chanten, sagt man dazu, oder zu singen, innerlich zu rezitieren, dann ist das letzten Endes eine energetische Angelegenheit. Ja? Kurzes Beispiel, als mir letztes Jahr die Wohnung fliegen gegangen ist und ich wirklich in einer Brandruine auch übernachten musste, weil ich nichts anderes hatte, da hatte ich nichts anderes als meine Mantren. Wenn ich da meine Mantren nicht gehabt hätte, dann hätte ich auch leicht verrückt werden können, weil die Situation war schon sehr brutal. Aber ich habe gesagt, okay, jetzt ist an der Zeit, den Fokus mal ganz eng zu machen und links und rechts komplett auszuklammern und wirklich fokussieren und dann nur noch die Mantren gleichzeitig dazu natürlich sich darum kümmern, dass die Situation sich verändert. Zuerst wollte ich die Wohnung renovieren, habe angefangen, überall die Tapete runterzuholen, habe aber dann festgestellt, dass der Qualm so tief in der Wand drin sitzt, dass ich ihn da nicht rausholen kann. Dann musste ich ausziehen. Also das war locker 4, 5 Monate Martyrium. Ne? Und da habe ich mich mit den Mantren über Wasser gehalten. Und ich habe mich sehr gut über Wasser gehalten. Ich war energetisch sogar noch auf einem höheren Level als jetzt, weil ich jetzt nicht so oft, ja, ich bin etwas träge geworden, etwas nachlässig. So ist das auch mit den Symbolen. Man kann diese Symbole in einem gleichen Kontext verwenden. Die Mantren bewirken eine Konzentration, ein Einsgerichtetsein der Gedanken auf einen ganz bestimmten Sinnzusammenhang. Ja? Und bei den Symbolen ist das eigentlich auch so. Nur rede ich jetzt von der weißen Magie. Die schwarze Magie behauptet, dass die Symbole auch dann wirksam sind, wenn derjenige, der Betreffende, nicht Bescheid weiß. Wichtig ist, dass diesen Symbolen Energie zugeführt wird. So, und jetzt stellt sich die Frage, wie kann solchen Symbolen Energie zugeführt werden und was haben denn irgendwelche anderen Leute davon, wenn diese Symbole mit Energie gefüttert werden? Nehmen wir mal an, beispielsweise es findet irgendwo eine Party statt in einem Raum, welcher einem Hexagon gleicht. So kann man schon davon ausgehen, dass der Raum energetisch, alleine schon dadurch, dass er wie ein Hexagon angeordnet ist, eine energetische Besonderheit darstellt. Das ist eine Ausrichtung. Wir kennen das auch aus dem Feng Shui, da gelten andere Gesetzmäßigkeiten, aber es ist das gleiche Prinzip, was dort wirksam ist. Wenn wir also innerhalb einer geometrischen Struktur, welche von anderen Leuten auch als Tempel verwendet wird, anfangen, uns geistig, emotional zu engagieren. Ob das jetzt ein Fußballspiel ist, dem wir hinterhereifern, oder ob das jetzt die Olympischen Spiele sind, oder ob das jetzt der Besuch im Pornokino ist, in dem Bereich XXX, X steht ja für 6, tak, 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 dieses 666, wobei ich will jetzt Pornos nicht verteufeln, mein Gott, ne? Aber es ist so, dass diese Symbolik meistens überall da davor gesetzt wird, wo die Menschen es in irgendeiner Art und Weise mit intensiven Emotionen zu tun bekommen. Und Sexualität ist nun mal eine sehr intensive Emotion, also bei wem sie nicht intensiv ist. Okay? Und die nächsthöhere Stufe wäre die Liebe. Die Verehrung, also beispielsweise das Verehren eines Popstars. Ja, erinnere mich irgendwie an die Zeiten, wo die Mädels in den 50er, 60er Jahren irgendwie noch ohnmächtig geworden sind, als dann bestimmte Leute, bestimmte Herrschaften das Flugzeug verlassen haben.
Und da findet selbstverständlich eine Energieübertragung statt. Das ist eine Art Rückkopplungseffekt, der sich da hochschaukelt. Nur ist die Frage, ob tatsächlich rückgekoppelt wird, wie das normalerweise sein sollte, oder ob da auf der anderen Seite nicht jemand steht, der einfach macht, ja, und das wegzieht. Und das scheint so zu sein. Ja, also diese ganze Illuminati-Symbolik oder pervertierte Symbolik, weil die Symbolik ist eigentlich auf den Kopf gestellt. Sie ist nicht richtig verwendet. Das kann ich sagen, weil das weiß ich einfach. Diese Symbolik bewirkt, dass sie Energie aufsaugt. Es gibt zum Beispiel vom Hakenkreuz zwei Darstellungen. Es gibt einmal das rechtsdrehende Hakenkreuz, die rechtsdrehende Swastika und die linksdrehende. Die rechtsdrehende strahlt Energie ab, die linksdrehende nimmt auf. Wenn ich beispielsweise in Indien ein Teelicht in die Hand nehme, das ist so eine Flamme mit einem Öllämpchen, und fange an, die so um die Murti, also um die Statue zu drehen, dann bedeutet das, ich gebe Energie in diese Richtung ab. Fange ich an, die Bewegung in die andere Richtung zu machen, nehme ich die Energie auf. Das ist so erklärt. Also ich will es mal kurz auf den Punkt bringen. Worum es mir geht, ist, dass ich damit zum Ausdruck bringen will, man hat uns eigentlich richtig in die Zange genommen, indem man also unsere Kirchen, unsere Gebetsstätten, aber auch unser alltägliches Leben so weit infiltriert hat, dass wir uns dieser Symbolik gar nicht mehr verschließen können und mit dieser Symbolik auch leben, mit dieser Symbolik auch konsumieren. Wir denken dann nur an McDonald's. Ja. Wie viele kleine Kinder sich auf McDonald's freuen und wie viel Wert seitens McDonald's darauf gelegt wird, dass gerade die Jüngsten und die Kleinen wirklich mit Herz und Seele dabei sind. Das, denke ich, muss einem schon auffallen und man kann da weitergehen. Ich möchte in diesem Video nochmal auf Rick Clay aufmerksam machen, ein 26-jähriger junger Mann, der im vergangenen Jahr, im vorletzten Jahr 2008, am 26. August ums Leben gekommen ist, nachdem er mehrere brillante Interviews im Radio gehalten hat und dort das Thema, was ich jetzt angeschnitten habe, auch zur Sprache gebracht hat und es in einer absolut genialen und brillanten Art und Weise durchleuchtet hat, durchdacht hat und der meiner Meinung nach damit mit dem Leben bezahlt hat. Denn kurze Zeit nach diesem Interview sind seine Publikationen, seine Veröffentlichungen verschwunden. Der Blog wurde direkt runtergenommen. Sämtliche Spuren, die er irgendwie hinterlassen hat, wurden beseitigt. Im Forum hat man sich dann angefangen, Sorgen zu machen. Ich habe mir die Posts heute angesehen. Die Leute haben sich Sorgen gemacht. Dann tauchten auf einmal zwei Fremde auf, die behauptet haben, sie hätten mit ihm telefoniert. Er hätte ihnen gesagt, dass er keinen Bock mehr hätte und er würde sich jetzt zurückziehen und keine Lust mehr auf Internet etc. War aber gleichzeitig Webdesigner vom Beruf. Dann kam wiederum jemand anders, der meinte, er hätte auch mit dem Vater gesprochen. Und ja, es wird die Geschichte verkauft, dass er von sich aus sich zurückgezogen hätte und sich dann irgendwann das Leben genommen hätte am 26. Und das passt aber überhaupt nicht in das Bild, was er abgibt. Der Tonfall der Stimme, diese Lebensfreude, die Tatsache, dass er einen Film geplant hat. Der Mann war so voller Tatendrang, dass ich es mir einfach nicht vorstellen kann, dass das von heute auf morgen schwuppdiwupp komplett wegbricht. Und die Eltern haben die Leiche nicht examinieren, also haben sie nicht zur Autopsie gebracht, sondern haben den Körper direkt verbrennen lassen. Und es ist auch nicht bekannt, woran er jetzt letztendlich gestorben ist, also das heißt, wie er jetzt Suizid begangen hat. Die ganze Sache stinkt bis zum Himmel. Und ich bitte euch, das Material wird gerade gelöscht. Man hat schon einiges gelöscht. Ich konnte ein paar Sachen retten. Guckt euch mal bitte um und verfolgt diese Sache. Weil ich habe es schon mal in meinen Channel reingepostet, wenn wir uns nicht diesen Sachen annehmen, wird sich da niemand annehmen, weil wir sind uns selbst unsere Lobby. Es gibt keine Lobby für uns. Wenn wir das nicht machen, dann entsteht Unsicherheit. Denn ich denke, wenn es der NWO möglich ist, einen 26-jährigen jungen Mann wegen einem solchen Interview zu töten, dann muss ich mir ganz ernsthaft Gedanken machen, ob ich das hier weitermachen will. Denn dann wird es lebensgefährlich. Das ist eine Sache, die nicht zu verachten ist. Und ich hätte ganz ehrlich nicht gedacht, dass man an solche Leute rangeht. Es hätte gereicht, einfach den Block runterzunehmen. Der Mord war nicht nötig, falls es ein Mord gewesen ist und falls es ein Suizid gewesen ist, dann wäre das der abstruseste Suizid, den ich in meinem ganzen Leben mitbekommen habe.